Liebe Turnerinnen und Turner, mein Name ist Patrick Kreusser und ich bin der OK-Präsident vom Turnfest Seerücken 2016. Ich stehe hier mitten auf dem Sportplatz von Sunterswil, wo in weniger als 6 Wochen wird das Turnmekka vom Thurgau entstehen. Ich wollte euch jetzt einen kleinen Überblick über die Wettkampfanlagen zeigen. Und hier dafür ab in die Luft! Also, auf dem grossen Rasen ist, wie ihr gesehen habt, Gymnastik und Aerobika angesagt. In der Turnhalle wird Reck und Ring geturnt und auf dem roten Platz finden die Hochspringer und Sprinter sicher super Bedingungen. Weiter geht's. Auf der linken Strassenseite fliegen wir jetzt über die Fit- und Fun-Anlage, das Steinheben und das Kugelstossen. Und gerade innen der Straße steigt in den Seilzeug-Wettkampf, wo es sicher ein paar ganz spannende Duelle gibt. Auch die Wurfanlage, übrigens mit praktisch topfebenen Sektoren, ist da hinten gleich wie der Weitsprung oder das Steinstossen. Dort hinten beim ersten Haus ist dann das Wettkampfgelände auch schon wieder fertig und das gibt mir Gelegenheit, um kurz zu erzählen, wieso der SCV Ilhat Sunterswil überhaupt das Turnfest organisiert. Zu verdanken haben wir das den strammen Männern hier, die am 13. Februar 1916 den Turnverein gegründet haben. Sie haben also dafür gesorgt, dass wir Turner das Jahr zusammen mit unseren Partnervereinen und ganz vielen Freunden, Helfern, Sponsoren und natürlich euch können feiern können. Apropos feiern, das ist auch kein schlechtes Stichwort. Logischerweise wird bei uns nicht nur geturnt und geschwitzt. Da unten, wo ihr Dave am Barren seht, kommt das Gerätezelt an, wo aber praktischerweise gerade das Most in der Zelt angebaut wird. Aber auch im Barzelt, in der Gewölbekellerbar oder im EM-Stübli mit Fußball-Live-Übertragung könnt ihr nach Herzenslust festen. Da und wo wir jetzt drüber fliegen, steigen dann die richtig grossen Partys im Festzelt. Unter anderem sorgen der DJ Greg und die bekannten Seerückenfäger für einen Haufen Stimmung. Und als besonderes Highlight gibt es ganz oben eine Hügelbar, wo ihr eine super Aussicht über das ganze Gelände habt. Übrigens, alles, was ich hier erzählt habe und noch viel mehr, findet ihr unter www.turnfest16.ch oder auf Facebook. So, und jetzt hoffe ich, hey, hallo, da unten bin ich, dass ihr heute 17. bis 19. Juni fett in der Agenda anstreicht und wir uns alle in Sunterswil sehen. Ich freue mich.